Wenn der Tod nimmst du von mir, du auferstandener Preis sei dir, alles bist du mir. Geschockt. Ich habe das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber ging er hin. Verkaufte alles, was er hatte. Und kaufte den Acker. Sehr schön. Und dann habe ich Esther geschockt ein bisschen, weil ich mal eine neue Denkart versucht habe, da reinzukriegen. Nämlich, dass derjenige, der den Schatz findet, Jesus ist. War mal eine ganz neue Denkart. Tut natürlich am Anfang ein bisschen weh. Wir haben so ein christliches Schema. Und hier bei dem Lied war ja auch die Perle, Jesus. Ne? Gerade, du bist die Perle, wunderbar. Das ist manchmal dann sehr schwierig. Und das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker. Was haben wir denn sonst für eine Überlegung? Das Himmelreich, der Schatz im Acker ist auf jeden Fall schon mal das Himmelreich. Genau. Und die Perle ist auch das Himmelreich. Ich meine, das war in Matthäus 11. Ich weiß es nicht mehr. Kannst du dich daran erinnern, Nicole? Ja, und ich weiß nur immer, was drin steht. Ich glaube, es ist auch wichtiger. Die Zahlen sind ja später dazu gekommen, die können wir dann ruhig manchmal ignorieren. Es gibt Bibeln zu kaufen, wo die ganzen Zahlen weg sind. Gell, Esther? Ach, du weißt es dann. Echt, die Zahlen genau, ne? So als meine rechte Seite, der normal, wenn ich nicht weiß, frage ich eigentlich Esther. Es gibt Bibeln zu kaufen, wo der Text im totalen Fluss ist, ohne Überschriften, sondern einfach im Fluss. Dann würde ich das ja schon praktisch, dass es Zahlen gibt. Zum Wiederfinden auf jeden Fall. Aber die Unterscheidung mit den Überschriften und mit den Kapiteln, da könnte ich mir auch einen Vorteil vorstellen, wenn die mal wegfallen. Weil wenn du zum Beispiel die Lehrbriefe liest, Römerbrief und Gänzen, und du hast nicht die Abstockung, dann kann es sein, dass der nächste Satz oftmals sehr aufklärerisch ist zu dem Satz, der vorher im Kapitel steht. Ja. Aber weil er im nächsten Kapitel steht, nimmst du es nicht so wahr. Das kann also dann schon mal passieren. Ja. Ich mag es sehr gerne. Also, wir haben normalerweise die Auslegung, dass wir diesen Schatz finden, das Himmelreich. Und das ist natürlich auch so, dass Jesus selbst sagt ja auch, wir haben am Anfang des Liedes gesungen, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Also es gibt natürlich was zu finden für uns. Und insofern würde der den Schatz findet, hoffentlich wir sein. Das ist ganz klar. Auch vielleicht schließt das andere trotzdem nicht aus. Nämlich, dass wir mit Jesus den Schatz finden. Oder er ihn sogar für uns findet, weil wir es gar nicht schaffen, den Schatz zu finden. Auch nicht zufällig. Vielleicht passt beides. Vielleicht
gibt es überhaupt keinen Menschen, der den Schatz finden könnte, wenn Jesus ihn nicht für uns suchen würde, uns offenbaren würde, überhaupt erstmal auf die Idee bringen würde, dass der Himmel jetzt für uns sein soll? Nein, Jesus, du bist doch nur für die Juden gekommen. Hat er doch selber zwischendurch noch ganze Zeit lang zu einigen Leuten gesagt, nee, Frau, Und dann sagt die Frau aber, okay, du bist vielleicht nur für die anderen gekommen, aber Hunde, die zu keinem Volk gehören, für die fällt doch immer auch was ab. Brotkrumel. Damit wäre ich zufrieden. Das ist jetzt meine Sprache. Das ist nicht ganz Originaltext. Damit sagt die Frau, wäre ich zufrieden, Jesus. Oh, sagt Jesus. Da hat einer richtige Leidenschaft, Glauben, Positionsbeschreibung. Ich bin ein Hund. Ja? Das sind die Ratten von heute damals gewesen vielleicht. Sorry, jetzt mal so, sie nickt ein bisschen, dann bin ich zufrieden. Ja, so ein bisschen so, ja, es ist also nicht so das Zeug, was man, so die Mülleimer der damaligen Zeit, die Leute, die krank am Wegesrand sitzen, um ihr Brot zu verdienen, die denen die Geschwüre lecken. Und wir sind Hunde. Vielleicht sind wir. Das ist auf jeden Fall eine Blickrichtung. Also schon wieder eine neue Denkart, ja? Also es ist sehr interessant, eine Bibel zu haben, die vielleicht keine Kapitel hat. Die Dinge mal zu... Ich habe lange gebraucht, um mich darauf einzulassen, dass Jesus es ist, der den Schatz findet. Der ist natürlich auch selber der Schatz, ne? Aber ich habe lange gebraucht, um mich darauf einzulassen. Und dann habe ich alle solche Geschichten nochmal mit diesem Blick versucht zu lesen. Und bin noch dabei. Ja? Was wenn? Es gibt eine, die kennt ihr alle natürlich, der Schmerzensmann. Paul Gerhardt hat sogar ein Lied dazu geschrieben. Und wir kennen die Prophetie über den Schmerzensmann. Und die Juden sagen sogar, also Jesus kam, um zu leiden, aber der Name Jesus kommt natürlich noch nicht drin vor, sondern der Knecht des Herrn. Jesaja-Brief irgendwo, Jesaja-Buch. Und da taucht dieser Schmerzensmann auf. Und die Juden sagen, die noch nicht an Jesus gläubig sind, durch Jesus gläubig sind, sag mal, die sagen, niemals... Also, die sagen, das ist natürlich auch auf den damaligen König gemünzt, ja, auf einen Menschen, der damals schon lebte. Und die Juden sagen, unbedingt erwähnen, diesen Menschen, der damals lebte, der König, auf den das gemünzt ist, diese Schmerzensleier, die da erwähnt wird, die, wo die Christen sagen, das ist auf diesen Jesus prophezeit worden. Das ist sehr interessant. Bloß immer dabei sagen, der damalige König mit Namen am besten noch erwähnen, weil... So, und das stimmt natürlich auch. Und es ist eine neue Denkart gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie die Typen heißen, Alttestamentler, Neutestamentler. Weiß ich nicht, wie die Typen heißen. Die haben gesagt, guck mal, da überall in der Bibel. Und jetzt pass auf, ist auch eine Art, neue Denkart. Das ganze Alte Testament handelt von Jesus Christus. Und da ist der Durchschnittschrist oder der irgendwie Christ, also ich natürlich, erstmal überfordert, weil da steht auch gar nichts von Jesus. Also auf jeden Fall nicht so direkt. Was aber interessant ist zum Beispiel, im Hebräerbrief gibt es eine Stelle, die handelt von Mose, ich habe das schon hundertmal erzählt, klar, wiederhole mich, alte Männer dürfen das. Und da sagt es im Hebräerbrief über Mose, als die schwierige Geschichte war, wo er merkte, da wird ein Volk unterdrückt. Er wusste noch nicht, dass er auch zu dem Volk gehörte, aber er sieht auf einfach, wie da Leute ausgepeitscht werden oder angestachelt werden von den Leuten seines Vaters, also Ziehvater letztendlich,
Ziehopa natürlich. Ja? Der Pfarreropa, ja, der Opa von seiner Ziehmutter, diese junge Tochter da. Und der sieht, wie die da geknechtet werden, und dann irgendwann überkommt ihn der Eifer und der erschlägt diesen Wächter. Aber mit der Zeit wird ihm klar, hier stimmt irgendwas nicht, ich bin hier im falschen Film. Irgendwie ist das nicht meine Welt, irgendwie ist das nicht menschlich, wie ich mir vorstelle, wie Menschen sind. Und dann heißt es im Hebräerbrief, dass er lieber wegging und den ganzen Reichtum und die Professur und die ganze Ausbildung und so weniger wert achtete als und auf Christus schaut, den er noch nicht sieht. Also Mose, 4000 Jahre vor Jesus, 6000 Jahre von heute an ungefähr, vielleicht auch schon 6600 Jahre, Mose wusste von Christus. Ist wieder eine neue Denkart. Weil, wenn man jetzt denkt, der wusste von Jesus von Nazareth natürlich nichts. Aber er wusste von Christus. Weil Christus ist Gott. Und wenn du jetzt mit dieser neuen Denkart das Alte Testament liest, dann machst du etwas Entscheidendes richtig. Du siehst, dass Christus die ganze Zeit durch die Gebote, durch die 10 Gebote, durch die 627 Gesetze, durch die Art und Weise, wie Leute noch viel schlimmer versuchen, Gott gefällig zu sein, durch diese Übertreibung auch. Jesus sagt zu den Jüngern, guck mal, wie sie übertreiben. Das sind jetzt so meine Sprache, ja? Guck mal, wie sie übertreiben. Diese Übertreibung, die könnt ihr euch angucken. Ja? Wenn sie euch sagen, mach das und mach das und mach das und mach das und mach das. Diese Übertreibung und das alles, sagt Jesus, ihr seid dazu fähig. Ihr seid fähig, die 627 Gesetze zu halten. Ihr seid dazu fähig, die 10 Gebote zu halten. Ihr seid zu allem fähig. Warum? Wenn du mich da drin erkennst. Von Anfang an. Bei der Schöpfung war ich dabei. Ja? Ich war der Geist, der auf dem Wasser schwebte, bei der Schöpfung. Wisst ihr, woher ich das weiß? Das ist natürlich eine Auslegungsfrage, aber ich habe vor 2 Wochen eine Andacht, du warst da, ist auch wurscht. Ich habe eine Andacht gehalten und da habe ich euch das, habe ich das auch schon mal erzählt, mit diesem, einmal liegt Jesus im Boot und einmal ist er nicht drin. Diese 2 Paralleldinger. Und da, wo er nicht drin ist im Boot, wo die Jünger allein unterwegs sind und dann wellen, 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 da kommt Jesus gleich angelaufen, sogar übers Wasser. Weil da, wo du alleine bist und du in Schwierigkeiten bist, das sieht er schon längst. Und dann kommt er zu dir. Und als ich darüber nachdachte, über dieses Bild, da dachte ich, Moment mal, Jesus läuft über das Wasser. Und das erinnerte mich an den Satz, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und da dachte ich, das ist die Verkündigung, die Jesus gerade zu seinen Jüngern macht. Wer kommt zu dir? Der Gott, der Geist ist. Und dieses Bild hätten die Juden sofort verstanden. Ein Jesus, der über ein Wasser geht, ist ein deutliches Bild auf Gottes Geist, der über den Wassern schwebte damals, als die Welt geschaffen wurde. Eine neue Art, die Bibel zu lesen vielleicht. Ihr müsst das selber. Von mir, du Auferstandener, preis sei dir, alles bist du mir, Herr. Nochmal. Sünde und Tod nahmst du